Celia, heute gab es Leverkusen-Frankfurt, wichtiges Spiel für Frankfurt? Definitiv, klar. Für uns ist jedes Spiel total wichtig, weil wir 3 Punkte brauchen in jedem Spiel. Und deswegen ist es auch einfach gut, dass wir die 3 Punkte heute mitgenommen haben. Am Mittwoch ist es schon nach Freiburg? Ja, geht jetzt für uns Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir noch 3 Spiele in der Meisterschaft und die wollen wir alle mit 3 Punkten abschließen. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich gar keine Zeit, uns irgendwie auszuruhen, sondern müssen jetzt ja aufs nächste Spiel schauen. Ist das Hoffen auf das letzte Spiel gegen Wolfsburg, um dann noch Meister werden zu können? Ja, für uns ist klar, wir haben von Anfang an, beziehungsweise seit Winter sagen wir, dass wir jedes Spiel jetzt noch gewinnen müssen und auch gewinnen wollen. Und ja, dann wollen wir natürlich das im letzten Spiel auch schaffen. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Champions-League-Platz sicher. Und das ist definitiv unser Ziel und deswegen müssen wir weitermachen. Das kann ein Riesenfinal geben. Frankfurt-Wolfsburg am letzten Spieltag und dann am 14. Mai in Berlin auch Frankfurt-Wolfsburg, Final Champions League? Wäre mir recht. Also wir wollen natürlich dann am Sonntag Champions League erstmal vorlegen. Unser Heimspiel gegen Brøndby natürlich gewinnen. Wird, denke ich, schwer genug, aber das ist ganz klar unser Ziel, dass wir ins Finale wollen. Und wer dann da uns gegenübersteht, ist mir eigentlich recht egal. Ja. Dann in dieser Woche haben Sie gegen Brasilien gespielt. 4:0, das ist ein klarer Sieg. Ja, ich denke, wir haben das ganz ordentlich gemacht, haben ganz gut gespielt, haben uns viele Chancen noch herausgearbeitet und klar wollen wir den Sieg jetzt auch nicht überbewerten. Die Brasilianer sind montags angereist, Jetlag und alles drum und dran, also wir wissen schon, dass da noch mehr kommen kann. Aber ich denke, es war wichtig für uns zu Hause einfach nochmal im letzten Test ja, alles zu zeigen. Ja. Und dann gibt es noch einen Test in Baden gegen die Schweiz? Ja. Also ist jetzt bald soweit. Also ist unser allerletzter Test, auch mit dem endgültigen Kader. Und ja, das wird auch auf Kunstrasen sein, so eine richtige erste Einstimmung auf das Spiel. Und ja, schauen wir mal. Und dann Kanada kommt schon näher bei. Das ist 18. Juni. Ja, das ist wie gesagt, kommt jetzt alles Schlag auf Schlag. Und in 2-3 Monaten ist schon wieder alles rum. Deswegen ja, freuen wir uns tierisch darauf, bereiten uns gut vor und wollen auch ein gutes Turnier spielen. Okay, danke schön, viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss.